Der französische Finanzminister François Barrois hat mit den Chefs der größten französischen Banken über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Schuldenkrise beraten. An dem Treffen nahmen auch Ministerpräsident François Fillon und Notenbankchef Christian Noyer teil. Fillon erklärte anschließend, Frankreich sei bereit zu handeln. Die Vereinbarung vom 27. Oktober ist unser Fahrplan. Die Beschlüsse müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Und in diesem Zusammenhang muss Frankreich mehr denn je mit gutem Beispiel vorangehen, indem es sämtliche Reglementierungen, die das Land betreffen, schnell realisiert. Gerade französische Banken, etwa die BNP Paribas oder die Crédit Agricole, sind stark in Griechenland engagiert. Bis Mitte Dezember wollen die Institute einen Fahrplan vorlegen, wie sie ihre Eigenkapitaldecke, wie beim EU-Gipfel beschlossen, erhöhen können. Bei dem Treffen in Paris versicherten sie jedenfalls, kein Geld vom Staat zu benötigen.